So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry Primal. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir sind nicht mehr da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sondern wir begeben uns heute auf eine Jagd, Freunde. Nein, wir jagen keine Säbelzahntiger und keine Bären und keine Leoparden und sonst was, sondern einen Dachs. Wir jagen heute ein bisschen den Dachs, denn wir brauchen noch genau zweimal Dachsfell, um letztendlich unser eigenes Zuhause, das Zuhause von Takar, auf, ich glaube, Stufe 2 oder sogar Stufe 3, ich bin mir gerade gar nicht sicher, upgraden zu können. Sprich, das werden wir versuchen. Aber ihr seht es auch hier schon bei der Jagdschwierigkeit. So einfach sind die Dinger nicht zu fangen. Das steht schon mal schwer. Von dem her bin ich mal sehr gespannt und hoffe, dass wir da welche finden. Wir haben hier nochmal ein bisschen Upgrades, die wir ausüben dürfen. Turbsucht-Splitter. Ich glaube, das sind die, die man letztendlich auch für die Eule dann wahrscheinlich verwenden kann. Gehe ich mal schwer von aus. Okay, ja, das sieht doch soweit ganz gut aus, Jungs. Und da werden wir uns heute, wie gesagt, auf Dachsjagd begeben. Ich bin auch schon soweit, was die Ausrüstung angeht. Da sind wir sehr zufrieden, da kann ich leider noch nicht mehr machen. Aber das sieht ganz gut aus. Ich habe nur echt ein bisschen Schiss, muss ich gestehen. Okay, Lialüchen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir die Dinger nicht finden. Die sind ja doch ein bisschen kleiner und so. Nur mal schauen, ich hoffe, dass wir da Erfolg haben. Komm her, Kollege. Zack. Aber die halten auf jeden Fall ganz schön viel aus, ne? Da kann man nichts sagen. So, aber jetzt haben wir ihn, oder? Jawohl, Headshot. Und Headshot Nummer 2. Sehr schön. Lass doch hier mal die Tiere in die Ruhe, Jungs, Mensch. Mal schauen, ob wir da noch was durchsuchen können. Keine Ahnung, ob die in irgendeiner Art und Weise... Hartholz, toll. Na, Holz hat man immer ein bisschen dabei. Der hat immer ein Tier dabei. Hier ist nochmal irgendein Feind. Aber das soll sich interessieren. Ich will jetzt... Ah, da ist noch einer. Okay, das sollte uns schon interessieren. So. Aber das macht der Kollege schon. Wir wollen uns jetzt wirklich größtenteils um den Dachs kümmern und dann natürlich auch ein bisschen die, die Mission weiter vorantreiben. Hier ist nochmal irgendeine kleine Nebenmission. Hier haben wir nochmal irgend so eine Hand, aber die suchen wir immer so unendlich lang gefühlt. Das machen wir jetzt lieber nicht, sondern wir gehen, wie gesagt, jetzt hier auf Dachsjagd. Das ist, Jungs, ein Dachs hier. Nein, wo sind die? Wo sind die Kollegen? Das müssen wir jetzt herausfinden. Ich hoffe, die... Wow. Ich hoffe, die spawnen relativ oft. Ist das ein Feind oder ist das... Nee, das ist einer von uns. Okay. Wo sind die Viecher? Jetzt schaue ich nochmal schnell auf die Map, aber wir sind jetzt schon mittendrin. Ja, hier ist Dachsgebiet. Hier ist Dachsgebiet. Zähmen und so wollen wir nicht. Also das kann uns völlig egal sein. Wir wollen einfach nur... Ein Viech dürfte reichen. Ein Dachs sollte eigentlich reichen. Für zweimal... Fell... Was? Ah, da oben sind wieder Feinde. Okay. Da oben haben wir nochmal irgendeinen Wolf. Der uns aber auch erstmal weiter nicht interessiert. Ich weiß, das sieht uns irgendeiner. Was ist denn los da oben, Junge? Was haben wir denn hier? Warte mal kurz. Ist da irgendeine Festung oder so? Warum stehen da so viele Feinde? Okay, die haben uns entdeckt. Aber alles ruhig Blut. Alle ruhig Blut. Was, den haben wir nicht getroffen? Den auch nicht? Aber den. Headshot, sehr schön. Den haben wir wieder nicht getroffen. Alter, wo kommen die alle her, verdammt? Das gibt's doch nicht. Alter, wer hat da mitgeholfen? Wer hat da den gerade abgeschossen? Ist da noch einer hinter uns? Wo kam der Pfeil her? Oder war das der eigene von hinten? Ich glaube, das war der eigene, oder? Ja, so kann man natürlich sich selbst auch in irgendeiner Art und Weise vernichten. Wo ist unser Freund? Jawohl. Toll. Keule einfach mal mitten reingeschmissen. Kann ich die hier wieder aufnehmen? Ja. Zweinige Keule. Aber das ist jetzt alles nicht das, was wir wollen. Ich habe mir schon vorgestellt, dass das heute genau so eine Folge wird, wie sie gerade... Es zu werden scheint, Freunde. Das war dann nämlich ganz, ganz lang brauchen, bis wir so einen Kack-Dachs finden. Aber das hilft jetzt am Ende alles nichts. Da müssen wir durch. Und den finden wir schon. So, ich nehme mal noch ein Rotblatt mit. Okay. Wo sind die komischen Dachse? Dachse. Oh, das gibt's doch nicht. Come on. Da ist irgendein Vögelchen. Hier unten ist eine relativ große Fläche. Okay, das ist nochmal irgendein seltenes Tier. Das zieht nämlich so einen Schweif hinter sich her und habt ihr gemeint, mir mal im Livestream, glaube ich, war es geschrieben, dass das dann die seltenen Tiere sind. So, ich gehe jetzt mal hier runter, das klappt schon, oder? Sehr schön.
Okay, da kommt nochmal ein Freundchen. Müssen wir vielleicht den Dachs in der... Kommt drauf, drauf, drauf. Hallo! Zwei können wir herstellen. Reicht das? Ja. Sehr schön. Boah, gerade noch, Freunde. Okay, was haben wir da? Seltener schwarzer Löwe. Haben wir da nicht auch nochmal irgendein Fell gebraucht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich meine da etwas im Hinterkopf zu haben bezüglich dem. Mal schauen. So, und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Dachs, Freunde. Ich glaube, wir sind mittlerweile fast schon ein bisschen zu weit weg. Wir drehen mal nochmal um. Schauen wir mal ein bisschen noch in die andere Richtung. Aber irgendwie gibt's hier die Kollegen nicht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da auch eher nachts suchen oder sonst was. Da kenne ich mich mit dem Dachs ein bisschen zu wenig aus. Es tut mir leid. Aber hier ist auf jeden Fall erstmal soweit keiner, leider Gottes. Aber das wäre jetzt perfekt gewesen, einfach mal. Das Menü brauchen wir soweit auch nicht. Das wäre jetzt einfach mal fucking perfekt gewesen. Ich schaue jetzt nochmal kurz. Warte mal, du kriegst nochmal schnell was zu futtern, ja? Weil der sieht nicht mehr ganz so toll aus. Gib dir schnell was zu futtern und dann gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz schnell da ums Eck. Und wenn uns jetzt hier einfach so ein Kollege entgegenkommen würde, der Herr Dachs. Das wäre doch, Mann, perfekt. Und schauen wir nochmal ein letztes Mal, wenn wir sie hier nicht finden, vielleicht. Nee, das ist ein Rothund, oder? Aber lass uns zurück mal ein bisschen näher ans Wasserchen gehen. Irgendwo müssen die ja sein. Das gibt's hier gar nicht. Wir müssen ja zumindest hier einen irgendwo finden. Ja, ihr braucht uns eh nichts machen, weil da passiert nichts, wenn wir unsere Bestie haben. Obwohl, das war kein Rothund. Ah, das ging ja schnell. Na, das ging ja schnell. Jaguar, Freunde. Okay. So, dann lasst uns hier nochmal kurz schauen. Da ist nochmal irgendein seltenes Tier scheinbar. Da, nee, das ist auch wieder ein Rothund. Das dachte ich, wir haben ihn. Warte mal, wo ist da einer hin? Jungs, sind die da rein? Ist da gerade hier was rein? Warte mal. Hab ich da gerade was? Fackeln wir mal ab, die Schoße. Habe ich da gerade was entdeckt? Jungs? Ja, das Feuer brennt auf Wasser. Nee, da ist soweit nix. Keule anzünden will ich auch nicht. Ich will hier nur nochmal schnell durchsuchen. Vielleicht haben wir da ja irgendwie Dachshaut oder so. Oder Dachsfell vielmehr. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Oh, dafür gibt's 5 Milliarden Ziegen auf dieser fucking Map. Mann, ich will keine Ziegen. Komm hier irgendwie hoch. Jetzt gibt's hier nicht so einen Haken, oder? Zum Hochziehen, verdammt. Okay, Jungs. Naja, wir gucken jetzt nochmal ganz, ganz kurz. Wir gucken jetzt nochmal ganz, ganz kurz, ob wir da irgendwas finden, ne? Sollte dies nicht der Fall sein, dann gehen wir natürlich rüber, machen soweit die Missionen erstmal, ganz klar. Weil, ja, irgendwann soll es ja auch mal ein bisschen vorangehen. Aber warum sind hier die nirgends? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da wisst, wo Dachse sind oder warum die gerade nicht da sind und so. Würde mich mal interessieren. Wie weit sind wir eigentlich schon mittlerweile wieder weg? Ja, leicht. Nee, gar nicht so weit weggekommen, aber... nun ja. Wir können mal ganz schnell schauen, gibt es irgendwo anders auf der... Hier gibt es nochmal einen Dachs. Deswegen, das probieren wir jetzt nochmal. Ich mache nochmal schnell eine Schnellreise darüber. Gucken wir mal, ob wir den da drüben finden. Und wie gesagt, sollte das nicht der Fall sein, ja, dann werden wir jetzt ganz, ganz schnell noch Richtung Missionsgebiet wieder zurückkehren. Beziehungsweise eventuell außenpostentechnisch noch was erobern. Ist gerade schon ein bisschen die Frage. Hier oben sieht es aber soweit ganz gut aus. Da müssen wir auch eher noch ein bisschen weiterkommen. Hier wäre vielleicht noch eine Idee. Oder hier dann. Den Tushwara Außenposten. Lassen wir den vielleicht noch einnehmen. Mal gucken. Und wisst ihr, was wir jetzt auf jeden Fall noch schnell machen, wenn wir schon hier sind? Dann penne ich jetzt mal schnell. Dann lasst uns das doch mal testen. Dann lasst uns das doch mal testen. Sehe ich das eigentlich? So irgendwie? Wo das Schlafgemach ist. Hier ist eine Höhle. Okay, wartet mal. Hier ist nur so ein Säckchen, aber da ist jetzt zu 5 Milliarden Prozent nicht unbedingt ein Dachsfell drin. Leider Gottes. Und hier kommen wir wieder... Ja, okay, hier kommen wir wieder raus. Huch. Okay, ja gut, bringt uns nicht wirklich viel. Wie so ein kleiner Notausgang ist das, denke ich mal. Wenn man da angegriffen wird.
Nee, ich will pennen. Das war, glaube ich, in einer der Hütten hier. Wenn ich nicht alles täuscht. Toll. Da ist abgeschlossen. Da können wir suchen. Da werden wir aber nichts finden. Und da vorne ist der Schnellreisepunkt. Das heißt, hier wird es sein. Genau. Also, dann ruhen wir uns mal eben schnell aus bis zur Abenddämmerung. Dann gucken wir halt mal schnell. Vielleicht finden wir bei Nacht die Dachse leichter. Ein sogenannter Nachtdachs, unser Löwe oder was auch immer. Was haben wir? Den seltenen Jaguar haben wir, glaube ich, gerade. Passt schön auf uns auf, das ist auch sehr, sehr fein. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt halt mal die Dachsjagd erfolgreich abschließen können, Freunde. Ne? Sonst mache ich mal eine Aufnahmesession von 2-3 Stunden, wo ich nur Dachse oder Dachse jage. So rum. Unfassbar. Okay. So, also komm mit, Kollege, wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch, ich nehme mal Feuer mit. Falls wir irgendwie ein paar Tiere treffen. Und die dadurch vielleicht, ja, da kommen wir nicht hoch, so ein bisschen mit abschrecken können. Ich hoffe es zumindest. Ich will jetzt nicht hier in die Mega-Gefechte reinrennen, sondern ich will das jetzt ganz entspannt machen. Hin, Dachsfell, ab, zurück. Mehr muss es nicht sein. Okay, da haben wir nochmal irgendein Tier. Ein wildes. Womit sich aber unsere Bestie dann beschäftigen wird, wenn es uns angreifen sollte, hoffe ich. Jawohl. Schon wieder verschreckt. Und wir gehen weiter Richtung Dachsfarm, Freunde. Wo sind die Kollegen? Da, 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 da. Irgendwo müssen sie versteckt sein. Wahrscheinlich gibt es nur so einen einzigen Dachs auf der ganzen, im ganzen Game. So, Holz haben wir, glaube ich, genug mittlerweile. Da müssen wir diesmal nicht den Holz-Sammelsimulator spielen. Wobei wir aufpassen müssen, ne? Denn ich glaube, das war einer. Oder war das einer? Ich wollte es gerade nämlich sagen. Nee, ein Dachs hat nicht so einen langen Schwanz. Denn, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich glaube, die werden uns sogar auch als Feinde oder als bösartige Tiere sozusagen dargestellt, dadurch, dass man die erzähmen kann. Achso, wir sind ja schon. Kann ich mir das sehr gut vorstellen, so. Das sind Wölfe. Ziegen. Schweine. Alles ist da. Die ganze Tierfamily, nur nicht das, was wir verdammt nochmal brauchen. Das kann es doch nicht geben, Jungs, oder? Das kann es doch nicht geben, Jungs. Aber stimmt, war nicht hier einer? Also der nicht, ich weiß. Aber haben wir nicht hier unseren letzten Dachs sozusagen erobert? Ich glaube, da war was. Wir waren auf jeden Fall schon mal hier in diesem Gebiet. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, weil das ist da die Höhle vom Pissermann. Pissermann. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier oben einen Dachs erlegt. Das meine ich noch zu wissen, Jungs. Bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Die Frage ist halt nur, wir nehmen jetzt mal den Hirsch hier mit, wenn er schon rumliegt, ne? Bevor er verrottet. So, ihr haut mal lieber ab, Kollegen. Das machen wir nochmal an, das Feuerchen. Oh, sag nicht, wir... Sag nicht, wir können das Feuer nicht anmachen. Doch, können wir. Okay. Und jetzt ist halt echt die Frage. Donde ist da? Wo sind sie? Wo ist der Dachs? Das kann's ja... Ey. Ich meine, die Folge besteht daraus, dass ich sage, das kann's doch nicht sein, aber das kann's doch jetzt mal echt nicht sein. Hier ist nirgends so ein verkackter Dachs, Jungs. Warum? Zur Hölle. Was leuchtet denn da oben so krass? Ah, das ist wieder so eine Hand. Die können wir auch gerne mitnehmen. Naja, haben wir zumindest irgendwas Effektives in dieser Folge geschafft. Und wenn es nur so ein komisches, so eine komische Deicherhand ist. Besser wie gar nichts, Jungs. Okay. Noch 3 bis zur nächsten Belohnung, ja, super. Wow, 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 lag. Also hier lädt es gerade ein bisschen schwierig, oder? Bislang hat man da keine Probleme. Hier kriegt er gerade ein paar Probleme. Wahrscheinlich wegen der Deicherhand, weil die so unfassbar viele Ressourcen frisst. Das sind wieder Wölfe. Ja, ich glaube nicht, dass das was wird, ey. Was mich verdammt nochmal sowas von ärgert gerade. Und auf der anderen Seite auch wundert. Mann! Warum? Alter, was haben wir hier für Lags, Mann? Was haben wir hier für verdammt fucking Lags? Sollen wir nochmal in die Höhle darunter schauen? Was meint ihr, Jungs? Ich glaube aber nicht.
Ich glaube aber nicht. Alter, was sind denn das für Lags? Das gibt's doch gar nicht. Wir gehen mal ins Menü. Und gehen jetzt mal wieder zurück Richtung Dorf, Jungs. Machen da nochmal eine Schnellreise hin. Und dann gucken wir da letztendlich, dass wir da vielleicht nochmal eine Mission oder so veranstalten. Und jetzt haben wir hier auch den Lag. Sag mal. Ich habe hier nämlich nebenbei noch meinen Prozessor offen, weil ich da immer dann ein bisschen gucke bei den Spielen momentan mit meinem neuen PC. Der PC ist ja mega. Und ich mache das Ganze momentan via Fraps. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Fraps, OBS, bla 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 bla. Auf jeden Fall sieht der, er ist schon, also er ist nicht wirklich ausgelastet. Das wundert mich gerade so ein bisschen, warum der gerade so am herumlaggen ist. Das verstehe ich nicht, aber manche Sachen muss man nicht verstehen. So. Zack, 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 zack. Und mehr haben wir nicht. Aber die Framerate, die droppt ja auch immer. Seltenes Nordgelblatt, okay. Und hier haben wir es nämlich, Jungs, schaut euch das an. 2 von 4 Dachsfell, Mann, ich hätte doch nur einen Dachs gebraucht. Warum nicht? Warum nicht? Wir können höchstens mal hoffen, dass dann irgendwann mal ein bisschen Dachsfell droppt. Wir können hier nochmal suchen und einfach hoffen. Schilf hat man auch erst gebraucht, aber das haben wir mittlerweile alles eingesammelt. Alter, das ist ja nicht spielbar so. Was ist denn das? Zur Hölle. Was ist das? Schaut euch das mal an. Das gibt's doch nicht. Okay, wir gucken nochmal schnell. Ich glaube, das konnten wir auch nicht weiter. Wobei, da haben wir da nicht diesen komischen, seltenen Tiger für gebraucht. Holy shit, Mann! Spiel! Chill! Seltene Hirschhaut. Okay, Südahorn und Südstein. Naja, naja, naja. Da können wir nochmal klettern. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal um das Zeug hier kümmern. Was hier die Framerate angeht, die passt mir nämlich ganz und gar nicht, Jungs. Von dem her würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile stehen, was die Folge angeht. Mache ich einen kleinen Cut, wollte eigentlich eine längere Session machen, aber da mache ich an der Stelle mal kurz Pause, weil so brauchen wir das auf lange Sicht nicht spielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da, wenn ihr mehr seht, nur lasst ein Abo dann verpasst nichts. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare bezüglich der Dachse, was da los ist. Und dann werde ich mich mal um das Problem kümmern, Jungs. In dem Sinne, macht's gut, schaut rein, habt einen schönen Tag, bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!